Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Old but Gold, der T-20, Tier 7 Medium bei den Amerikanern. Ich habe ihn ja erst vor kurzem, ungefähr vor 2 Wochen, in einem Video bereits vorgestellt und dort schon so ein bisschen angedeutet, dass mir das Fahrzeug sehr gefällt und das Ganze hat sich jetzt weiter verfestigt. Und ich muss wirklich sagen, ein schönes Fahrzeug und deswegen passt er eigentlich auch perfekt in diese Reihe Old But Gold. Denn ich habe mal auf TanksGG mir die alten Werte angeschaut, im Grunde ist er unverändert. Ein Fahrzeug, was meines Wissens, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal irgendeine Veränderung bekommen hat und deswegen eigentlich wirklich sehr gut in diese Reihe reinpasst. Und es scheint vor allen Dingen auch so zu sein, dass ich amerikanische Fahrzeuge auf Tier 7 sehr mag. T29 unbestritten, den mögen halt viele, weil der extrem stark ist, habe ich eine dritte Gunmark drauf. Auf dem T25AT, den amerikanischen Jagdpanzer auf Tier 7, habe ich auch eine dritte Gunmark drauf. Und es könnte durchaus passieren, dass sich diese Motivation auch auf dem T20 weiter überträgt, denn eine erste Gunmark habe ich jetzt mittlerweile nach 25 Minuten mir auf dem Fahrzeug auch schon geholt. Ich weiß, das Fahrzeug. Auf dem Papier denkt man so, was ist denn das? Also, er ist ein guter Allrounder mit ein paar kleinen Vorzügen, aber auch ein paar Nachteilen. Darauf bin ich ja auch schon im ersten Video eingegangen. Also klar, die DPM, die ist unterirdisch, die ist recht schlecht, wenn man sie in den Vergleich mit anderen Mediums auf der Tierstufe setzt. Da kommt nur der CS44 drunter. Ansonsten habe ich jetzt keinen offensichtlichen Medium gefunden, der da irgendwie noch auch so scheiße ist. Selbst der Eagle 7, der Premium, ist besser, was die DPM angeht. Auch bei der Durchschlagsleistung ist er nicht unbedingt überragend, aber das sind viele Mediums auf Tier 7 nicht unbedingt. Er hat aber dafür eine ganz gute Premium-Munition, mit der man sich auch durchaus erwehren kann mit 243 Durchschlagsleistung. Der Alpha von 240 ist ganz okay. Und ansonsten bringt das Fahrzeug eine angenehme Kanone mit. Die liegt bei den Softstats im Mittelfeld. Die liegt bei der Genauigkeit im Mittelfeld. Aber sie ist gut. Man kann mit ihr gut arbeiten. Also gerade auf mittlere Distanz funktioniert sie eigentlich ganz gut. Auf kurze auch. Aber da muss man halt immer gucken, in was für ein Matchup man gekommen ist. Ansonsten das Mobilitätspaket kann sich, glaube ich, ganz gut sehen lassen. Top Speed vor allen Dingen, den das Fahrzeug auch auf harten und auf mittleren Böden halten kann. Das Leistungsgewicht ist gut, ist er nicht on top. Klar, der Komet ist ein Ticken besser, P43 ist ein bisschen minimal besser, aber er hat schon ein echt gutes Leistungsgewicht und auch die Drehfreudigkeiten insgesamt liegen schon in dem oberen Mittelfeld. Panzerung, habe ich ja auch schon im ersten Video erwähnt, ist nicht die allerbeste. Hallo Tiger. Dafür bringt er einen guten Tarnwert mit im Medium-Bereich auf Tier 7 und er hat diese 10 Meter mehr Sichtweite und da denkt man erstmal, naja, 10 Meter, das ist nicht viel, aber wenn man sie dann mit den Crew-Skills und den Optiken kombiniert und vielleicht noch, wie ich jetzt hier die Cola eingepackt hat, dann machen diese 10 Meter ein Vielfaches aus und das kann halt einfach dazu führen, dass man ihn auch sehr, sehr gut als Spotter verwenden kann. Für mich auf jeden Fall ein Medium mit einem guten Paket einfach. Wie gesagt, man muss mit der DPM, mit der Nachladezeit ein bisschen klarkommen. Und wenn man das aber so ein bisschen verinnerlicht hat, dann ist dieses Fahrzeug wirklich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Es gab ein bisschen Diskussionen unter meinem ersten Video zum T20, als es um die Module ging. Ich habe ja gesagt, oder was heißt gesagt, es ist ja Fakt, der erste Slot ist der Kategorieslot und das ist Beweglichkeit. Und deswegen habe ich dort einen Drehmechanismus eingebaut. Nun kamen ein paar daher, was heißt daher? Es haben ein paar von euch in die Kommentare geschrieben, oh Herr, warum? Warum den Drehmechanismus? Und wir haben darüber auch im Livestream diskutiert, warum den Drehmechanismus? Das Fahrzeug kann doch einen Stabilisator einbauen. Ja, das ist korrekt. Das Problem ist, dass der Stabilisator nicht die Kategorie Beweglichkeit hat. Der hat, glaube ich, Feuerkraft. Und dementsprechend könnte ich zwar den Stabilisator einbauen, natürlich, was das Gunhandling auch noch weiter verbessern würde. Aber ich büße halt den Kategorieslot in irgendeiner Form ein. Jetzt hat jemand geschrieben, dann macht doch die Lüftung rein. Aber die Lüftung, die passt für mich bei dem Fahrzeug nicht. Denn ich will gerne eine Optik haben. Ich will die gute Sichtweite, die das Fahrzeug mitbringt, pushen. Und deswegen müsste ich jetzt irgendwas opfern. Und wenn ich einen Ansetzer opfere, dann habe ich noch eine schlechtere DPM. Also unterm Strich, ja, man kann natürlich einfach sagen, man
scheißt in Anführungsstrichen auf den Kategorieslot und baut dort einfach den Stabilisator ein, anstatt den Drehmechanismus. Oder man argumentiert halt so wie ich, das Fahrzeug hat eine gute Mobilität, auch eine gute Drehfreudigkeit. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen weiter ausbauen und gleichzeitig aber auch das Gun-Handling insofern nicht verschlechtern. Weil wir wissen ja, durch eine höhere Drehfreudigkeit wird das Gun-Handling auch schlechter und das gleicht der Drehmechanismus ein bisschen aus. Wenn man sich Daten anschaut, Drehmechanismus versus Stabilisator, wird klar, dass das Gun-Handling durch den Drehmechanismus nicht unbedingt besser wird als der Stockzustand. Es ist eher so vereinfacht gesagt, dass der Drehmechanismus den Malus, den man bekommt, durch die höhere Drehgeschwindigkeit wieder ein bisschen ausgleicht und dadurch dieser Malus quasi, naja, verhindert wird. Sagen wir es mal so. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber so ungefähr funktioniert der Drehmechanismus. Ob er dann durch den Bonus, durch den Kategorieslot doch ein bisschen noch einen Ticken was am Gunhandling macht, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Natürlich ist es nochmal testenswert, nicht doch einen Stabilisator einzubauen, um zu gucken, inwieweit das Gunhandling dort nochmal wirklich verbessert wird und das wirklich einen Vorteil im Gefecht bringt. Ansonsten, durch die Field Mods bekommt man auch ein bisschen PS, dadurch wird das Fahrzeug grundsätzlich nochmal schneller und wird auch drehfreudiger. Vielleicht ist dann auch der Drehmechanismus so ein bisschen obsolet und man kann halt wirklich auf den Stabilisator setzen. Mannschaft, 5-Mann-Besatzung, damit kann er die amerikanischen Medium Crews leveln. Es ist ja kein Premium, aber man kann sie halt einfach ohne irgendwas umleveln zu müssen weiter mitnehmen, bis auf den Tier 10 Bereich. Da hat sich Wargaming irgendwie entschieden, dann dort das Crew-Layout auf den amerikanischen Mediums irgendwie anders zu gestalten. Muss man jetzt nicht gezwungenermaßen verstehen. Also die Zehner haben entweder den Funker auf dem Ladeschützen oder den Funker auf dem Kommandanten. Also das heißt, man hat keinen eigenen Funker mehr. Warum auch immer man da den Funker jetzt geopfert hat, mag vielleicht dem Realismus entsprechen, dass dieser M60, der Patton, der M48 keinen eigenen Funker mehr hatten. Das mag so sein, habe ich jetzt nicht überprüft. Es ist natürlich fürs Gameplay oder für das Mannschaftslevel ein bisschen doof. Wobei, wenn man halt irgendwann auf Tier 10 angekommen ist, ja mein Gott, dann muss man halt tatsächlich dann die Funker-Skills nochmal nachziehen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber so ist es dann eben. Was sagt ihr zum T20? Ich habe ja schon im ersten Video danach gefragt, euer Feedback kam da auch schon, aber lasst mir es gerne nochmal da. Beziehungsweise, wenn ihr hier angekommen seid, weil ihr vielleicht gerade die amerikanischen Mediums levelt, dann habt ihr hier so eine kleine Hommage an den T20. Ich mag ihn wirklich sehr, auch wenn ich jetzt noch nicht so viele Gefechte auf ihm gefahren bin, aber aktuell spiele ich ihn mit einer knapp unter 4000er WN8 und habe, wie gesagt, auch nach 25 Gefechten schon die erste Gunmark drauf. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, woran liegt es? Liegt es an meiner Fähigkeit oder liegt es daran, dass alle anderen oder viele der anderen Spieler den T20 nicht wirklich ernst nehmen oder nicht so gut spielen? Oder ich einfach mit diesem Fahrzeug super gut klarkomme? Als einer der wenigen kann auch sein, aber die Kommentare unter dem letzten Video waren eigentlich eher so, dass einige geschrieben hatten, dass sie auch den T20 mögen. Ein paar weniger haben, wie gesagt, die DPM kritisiert. Ja, kann man machen. Aber ich glaube, wenn der eine bessere DPM hätte, dann wäre er tatsächlich ziemlich stark. Auf der anderen Seite, man muss halt auch einfach nicht mit jedem Fahrzeug klarkommen. Und das auch nochmal hier an der Stelle. Old but Gold, beziehungsweise Riesenhaufen Scheiße aus Stahl. Alle beide Videoreihen, die ich da habe. Das ist ein Stück weit subjektiv. Also, seht's halt mir nach, beziehungsweise versteht es halt. Es muss nicht jeder die Panzer mögen oder auch so genauso Scheiße finden wie ich, wie ich sie da entsprechend vorstelle. Wenn ihr weitere Kandidaten für die Videoreihe habt, auch für einen Riesenhaufen Scheiße aus Stahl, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr da so für Ideen habt. Im Moment ist es ja um beide Videoreihen ein bisschen ruhiger geworden. So, da hinten steht irgendwo die Artillerie. Mal gucken, wir gehen jetzt hier all in. Es sind noch 16 Sekunden in diesem Verteidigungsgefecht. Und ich will hier noch ein bisschen Schaden raus haben. Wir laden nochmal HE um. Können da nochmal den Schaden maximieren auf die Grille. Der M10 geht weiterhin da hinten nicht auf. Zieht Messer das Munitionslager. Da kommt die gegnerische Artillerie. Aber am Ende
gewinnen wir hier diese Runde. Wenn ihr außerdem sehen wollt, wie ich in den Livestreams den T20 fahre und mich an der Gunmark so ein bisschen abarbeite, dann schaut gerne auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei, twitch.tv/oher83. Würde mich freuen, wenn ihr da ein Follow da lasst und wenn ihr da in den nächsten Livestreams gerne mal vorbeischaut und euch das Live-Gameplay zum T20 oder halt auch allen anderen Fahrzeugen, die ich so fahre, anschaut. Am Ende ist das hier mein erstes Panzerass mit dem T20 gewesen, bisher auch mein einziges. Ich habe einige erste Klassen erfahren, aber das ist bisher das einzige Panzerass, was ich auf dem Fahrzeug habe. Wir bekommen den Unterstützer, Großkaliber, machen 3.500 Schadenspunkte, 2 Kills, 1517 Base. Liegt auch daran, dass wir den Tiger da ganz gut abgefarmt haben, beziehungsweise Unterstützung vom Team bekommen haben. 1500 Support. Es war eine teure Runde. Ich habe teilweise recht viel APCR im Einsatz gehabt. Und vor allen Dingen auch die Verbrauchsgüter schlage nochmal mit 40.000 zu Buche. Dementsprechend ist es hier knapp 12.000 Credits. Miese mit den Verbrauchsgütern weggelassen, wäre sogar eine ordentliche Plusrunde hier geworden mit den ganzen Boni. Wir haben auch durchaus gesehen, dass man gegen leicht gepanzerte Ziele mit der HE-Munition was machen kann. Ich gucke gerade nochmal drauf, was die für eine Pen hat. Die HE auf dem T20 hat 45mm Pen. Das ist nicht überragend. 320 der Alpha, aber sowas gegen den IKV-90, also gegen den Tier 7 Jagdpanzer der Schweden, kann sich das durchaus mal auch lohnen, beziehungsweise halt gegen irgendwelche leichten Panzer. Funktioniert das durchaus auch. Was sagt ihr zum T20? Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr Live-Gameplay sehen wollt, dann schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei. twitch.tv/oher83. Mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt GameOneFan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher83.